Hallo meine lieben Freunde und willkommen hier wieder zu Let's Play Cry of Fear. So, wir sind das letzte Mal irgendwo stehen geblieben. Ich glaube, da ist doch dann das Spiel wieder mehrmals abgeschmiert. Jetzt muss ich mich gerade mal hier orientieren, wo wir eigentlich lang müssen. Wir müssen auf jeden Fall in irgendeine Schule reingehen. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt von da kamen, aber ich denke mal schon. So, laufen wir mal rüber. Ich habe hier meinen Schlagstock nicht mehr. Ah ja, schaut, da müssen wir rein. Jo, da ist dann wieder diese schwierige Entscheidung, was für eine Waffe man ablegt. Pistole oder das da hier. Oder eins von den anderen, was ich eigentlich jetzt nicht möchte. Aber theoretisch, wenn ich die Spritzen ablegen würde und es versuchen würde, immer so weit zu schaffen, bis wir zu einer Spritze kommen. Ist für eine Überlegung wert. Müssen wir halt immer gucken, dass wir so durchstehen, dass wir keine Spritzen dazwischen brauchen, weil da kann ich meine Waffe ablegen. Kurz mit einer Spritze reinhauen und dann geht die Sache. Muss ich mal so sagen jetzt. Ob das dann klappt, ist natürlich eine andere Frage. Wie viele haben wir? Noch zwei. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen wundert euch nicht, wenn ich mal ein bisschen rumschniefen muss. Huch. So. Drop. Dann nehmen wir das gute Stück mit. Wir haben... Die Musik schwindet. Das verwirrt mich jedes Mal. Hier sind manchmal Bugs, ey, das... Gar nicht. So, da müssen wir, glaube ich, da rein. So, und dann ziehen wir gleich die Batterie raus und dann wird's stockfinster. Jetzt fängt der wieder an mit diesem Bug. Use. Ah. Wie gesagt, ein bisschen verschnupft. So, und dann geht's hier gleich los mit Action. Die Kreaturen sind schon böse, muss man sagen. So, es kommt gerade nichts auf mich zu, dann kann ich gerade mal... Ja, perfekt. Die Pistole habe ich auch schon angelegt. Ich muss gerade mal gucken, wo die Viecher waren. Oh shit. Aber die Pistole ist ja eigentlich auch recht stark, gerade wie ich sehe, glaube ich, oder? Weiß nicht. Ich habe jetzt überhaupt kein Magazin mehr. Suchen wir immer weiter damit. Ja, guck mal, wo das sich versteckt. 3 Schuss. Und ich denke mal, ich habe alle so im Kopfbereich getroffen. Jetzt schauen wir mal, wie das mit der Pistole ist. Vier Schuss. Ich würde behaupten, dass die eine Waffe gar nicht so toll ist, wie ich dachte. Wie die rumzucken, ey. Der... verschießt ja immer mehrere Kugeln auf einmal, glaube ich. Oder? Weiß nicht. So, jetzt ist meine Spritze, glaube ich, wieder mal weg. Wir hätten eh nur eine. Ich glaube, auf die eine konnten wir verzichten. So, warte mal. Wir müssen ja hier durch diese... den Schlüssel holen. Das machen wir mal fix.
hier Munition. Ach Scheiße. So, Classroom Key. Da haben wir noch ein Magazin. Laden wir fix nach. Und er hat nicht zu Ende geladen. Das sind manchmal echt komische Bugs. So. Door won't budge. Das ist eine der Türen. Falsch. Verschlossen sind. Ich glaube eh hier in der Schule passiert noch mehr als nur das bisschen. Ich das Ganze hier noch richtig in Erinnerung habe. So, hier kommen wir nirgends weiter. Schöne Trommelmusik hier. Macht einen auch nicht blöd im Kopf. So, die Tür geht nicht auf. Die wird auch nicht aufgehen. Auch nicht, auch nicht. So, dann müsste das jetzt gleich hier eine sein, oder? Boah! Ratte. So, ich würde mal sagen, die Tür wird hier aufgehen, sonst würde der Clown da nicht hier rumhampeln. So, dann schließen wir mal hier das Ganze auf. Bring den Kerl da mal um. So. Schauen wir mal, was der Typ hier für uns hat. Ich sehe noch gar nichts. Es ist nicht, warum ich hierher kommen sollte. Mal wissen, was das da ist. Ah, hier. Break Glass. So, jetzt haben wir wieder einen neuen Schlüssel. Ich leg lieber mal die Pistole an. Das ist mir lieber gerade. Weil da Munition ist. So, jetzt müssen wir wieder weiter zurück. Kommt das so vor, als ob der ein bisschen humpelt. Aber ich bin hier kaum angeschlagen. Von dem her dürfte ich ja nicht verletzt sein eigentlich. So, da kann ich wieder raus, glaube ich. So, jetzt holen wir die Batterie wieder. Oh, die Türen habe ich gar nicht untersucht. So. Framerate sinkt wieder. Verstehe einfach nicht warum. Das ist nur bei diesem Spiel so. Diese Framerate-Einbrüche hat. So. Gehen wir mal hindurch. Hoffen, dass die Framerate nicht weiterhin wachsen macht. Tut sie aber, glaube ich. Jetzt schafft sie sich. Es regnet. Und wir können hier speichern. Frag mich gerade, wo ich überhaupt den Nightstick habe. Ich speichere mal Slot 2 und 3. Und hier wieder schöne Melodie. Kommt jetzt scheinbar öfters vor, dass hier so Musik ein bisschen kommt. Ich denke mal so, wenn mal wie das ein bisschen stiller ist und jetzt nicht mehr so viel Zeugs kommt. Kann ich da runter? Ja. So, den Nightstick. Den habe ich doch irgendwo da oben liegen lassen, glaube ich. Bin mir noch unschlüssig, ob ich lieber eine Nahkampfwaffe mitnehmen soll. Wobei,
ja, ihr wisst ja. Wir nutzen ja kaum noch. Nahkampfwaffen. Oder konnten wir wieder aufpassen, dass ich nicht runterfall. Ja. Egal. Scheiß auf den Nightstick. Wird behaupten, den brauchen wir nicht. So, jetzt warte mal. Wo müssen wir lang? Bin ich mir sicher, wo ich die... Wo diese U-Bahn-Dings-Da-Station ist. Eine Map? Gab's eine Map? Ich glaube nicht, oder? Ich liebe es, wenn das passiert. Das ist super schön mit den Bugs hier. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben die bestimmt unsere tolle Musik weggemacht, aber die kommt noch. Und ich habe das Gefühl, jetzt schmiert das Spiel komplett ab. Ja, das ist super erfreulich, was das Spiel gerade immer so zustande bringt. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, Leute. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Und ich hoffe, dass das Spiel sich rafft und nicht andauernd abstürzt. Das geht mir nämlich echt auf die Senkel, auf den Sack. So, wir müssen jetzt hier wieder runter. Da würde ich behaupten, hier geradeaus. Dim, dim. Die Dore wohnt Budget. Hier wieder schön Audi. Ja, der ist zu blöd zum gescheit und lange schnell laufen. So, hier ist es hängen geblieben. Diesmal tut er. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Könnte hier sein, dass dann plötzlich was liegt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade den wirklichen richtigen Weg da laufe. Aber normalerweise... Ich verstehe. Wir sind hier eindeutig falsch. Glaube ich. Wenn ich ein bisschen die... Guck mal. Hier haben wir schon mal eine Spritze. Könnten wir uns eigentlich reinpfeifen, weil... Ja, wisst ihr. Was denn? Door is locked. Das heißt, theoretisch kommen wir doch dann auch irgendwie rein. Alles, was locked ist, kann wir eigentlich auch öffnen. Frag mich, ob wir den Heini da eigentlich umbringen können. Ich laufe jetzt einfach mal spaßeshalber zurück und guck, ob der Kettensägen-Heini herkommt. Schaut mal einer an. Er war doch nicht da. So, man sieht, man braucht hier zwei Schläge. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir mal in einen Nahkampf verwickelt werden müssen. Ich würde jetzt halt gern allgemein wissen, wo ich bin. Ich habe null Schimmel, wo ich bin. So, was sind wir jetzt hier? Ich glaube... Wir sind genau da, wo wir sein müssen. Ja, guck mal. Hasnonic. Nosi. Jack. Das sind ja sehr schöne Firmen. Die kommen mir gar nicht bekannt vor.
Jetzt hauen wir mal eine Batterie rein. So. Theoretisch hätten wir uns die Spritze jetzt wiederholen können. Oder den Nightstick. Sollen wir? Müsste ich halt wieder durch die ganze Scheiß Kettensägen-Heini-Mensch da rum durchlaufen. Und da diese Rumgehopse da machen. Aber sinnvoll wär's eigentlich. Das Kettensägen-Zeug ist jetzt, ich meine, eine gute Nahkampfwaffe ist nicht zu unterschätzen eigentlich. Das benötigen wir immer. So, ich speichere mal hier. So, dann holen wir uns mal unser Stick zurück, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier nicht durch eine andere Tür, von einer anderen Tür hergekommen bin, ja? Glaube ich nämlich auch. Da war doch, ja, wo, ja, ich weiß. Ich weiß, meine Kinder, ich weiß. Das war doch... Das war doch... Genau. Genau. Ah ne, warte mal, es war doch gleich gegenüber hier, rechts. Ah, diese Gasse. Da tapsen wir mal schnell hin. So. Dann haben wir einmal, von da kamen wir. So, da lang glaube ich. Ich habe mir das Ding aufgeschlagen. So. Wie war das mit dem Kettensägen-Freak? Ziemlich still hier. Die Spritze nehme ich jetzt einfach mal mit, falls wir den Stick nicht mehr finden. Scheint alles ruhig zu sein. Lass mal Gittertür runter. Sicher ist sicher, ich will nicht überrascht werden. Er rennt wieder durch irgendwelche Wände durch oder sowas in der Art. So. Dann dürfen wir uns gleich Rumgehopse noch einmal antun. Und dann bin ich wieder mit einer Nahkampfwaffe bewaffnet. So. Ich kann mich noch an einer Stelle erinnern, das wird, glaube ich, noch richtig grausig, weil der sich ja bewegt wie ein Krüppel. Werden wir auf Zeit fix klettern müssen und ich weiß jetzt schon, das wird sehr spaßig mit mir und Simon. So. Mir echt aufpassen, dass man nicht runterplumpst, weil der sich manchmal echt hakelig bewegt. Das ist genau das, was ich meinte. Keine Ausdauer. Jetzt dürfen wir eine halbe Stunde warten, bis der es endlich mal hinkriegt, sein bisschen Ausdauer aufzuladen. Are you okay? So. Guck mal. Diesen kleinen Hopsi da ist. Pff, da, der kann nichts. Nichts kann der. Der ist einfach ein Versager. Gott, da läuft man einen Schritt und dann tut sich dieses Aufladen-Dings kurz unterbrechen. Ey, du bist echt eine Sportskanone Number One hier. So, und was macht er jetzt? So. Ich glaube, das wird wohl an Ausdauer lang, um da rüber zu springen. Und guck dir an, was der macht. Ich könnte den eine kleben. Bleibt an jedem Rotzding hängen, Alter. Und dann hüpft er einmal und seine ganze Ausdauer, Alter.
Der kann jetzt nicht mal springen, der kann gar nichts. Das ist ein Nichtsnutze, leck mich am Arsch. Der kann nie. Was ist jetzt wieder für eine Aktion, du Junge, Junge, Junge. Sag dir, das wird richtig mit so Sprungeinlagen wird es richtig. Da macht er sich. Da wird er echt mein Freund, ohne Witz. Die besten Freunde werden wir hier. Du, da bleibt dann jeder Rotstange noch hängen und du bist echt ein Nichtskönner. Simon, du bist ein Nichtskönner. So, jetzt dürfen wir 10 Jahre warten, bis es sich irgendwie ein bisschen aufgeladen hat. So. Danke. Und rein da. So, die Spritze können wir dann auch verwenden, weil er ja... Scheiße. Wir haben doch irgendwo hier den Nightstick gelassen, oder? Oder irre ich mich jetzt? Och, nee. So, der ganze Weg war umsonst. Deswegen, laden wir. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Nightstick gelassen habe. Ich hoffe einfach, dass ich wieder eine Nahkampfwaffe finden werde. Sonst müssen wir mit unserer Munition hier auskommen. So, meine Freunde, und was ist wieder geschehen? Man darf nichts machen, wo der Ladebildschirm kommt. Ohne Scheiß. So, das war's wieder von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Scheiß, Hängerspiel. Bis dann.